Sorry, jetzt haben wir wahrscheinlich ein bisschen Geräusch, ein bisschen Geräusche gehört. Ja, willkommen zurück. Der ist da draußen, ne? Das ist der, der draußen rumgammelt noch. Mhm. Ja, willkommen zurück in der Soap. In der Zone. Ich möchte gerne ins Labor. Ach! Ey, sag mal! Blöder Hund. Der kommt aber auch nicht rein, ne? Der schreit da draußen rum wie Bekloppter, aber kommt nicht her. Da ist noch einer. Einfach mal Fresse halten, okay? So, ich bilde mir aber ein, dass hier in den Wirbelsturm-Dingern da, Tornado, wie auch immer, nee, Tornado waren ja andere Anomalien, dass da was drin lag, genau. Danke. Geht doch. Da liegen nämlich noch ein paar Sachen hier. Würde ich ja glatt mitnehmen. Da oben liegt auch was, ich sehe es bis hier. Nur die Frage, ob man rankommt, gefahrlos oder ob man sich da voll schlagen lassen muss. Voll auf den Schniss oder so. Da liegt auch was, da liegt auch was. Ja, das liegt wieder genau drin, danke. Habe ich das jetzt aufgenommen oder ist das weg? Ich könnte es aufgenommen haben, wenn ich Glück habe, ne? Ja, sieht so aus. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. So, was haben wir hier unten noch? Da liegt doch auch noch was. Natürlich, aua, scheiße. Ich meine, das sind bloß Slimes, aber mein Gott, man kann es ja später verbessern. Ist doch auch okay. Ja, da ist nichts. Aber da hinten ist noch was, glaube ich. Nimm ich noch die Sachen mit, komm, was soll's denn? Da liegt doch auch noch was. Aha, ein Slug sogar. Nicht schlecht. Ja, und das liegt wieder so beschissen, da kommst du wieder nicht hin. Ah, shit. Egal, lass mich wieder rauskommen. Ich muss nur wieder rauskommen irgendwie hier. Ja, so geht's auch. Gut. Andere Seite wählen, dann geht's schon. Okay, waren jetzt nur Steinblut und war Schrott, aber den Schrott kann man vielleicht verbessern später. Alles gut. So, jetzt aber ins Labor. Warte mal, da ist doch noch was. Wieder genau drin, ne? Das ist ein Meat-Chunk sogar, will ich haben. Lass mich wieder raus, Arschloch. Lass mich raus. Danke. Geht doch. War sogar ein Meat-Chunk, ja, das nehme ich gerne mit. Da ist noch ein Schnork irgendwo. Ach, scheiße, jetzt wäre ich wieder fast rein, aber okay. Ich bin so schnell durchgelaufen, dass es nicht reagieren konnte. Auch gut, so. Ja, den Schnork werde ich jetzt, glaube ich, ignorieren. Der ist mir jetzt ein bisschen zu blöde. Ich will ins Lab. Spack nicht ab, Blödmann. Da gibt es natürlich nichts. Warum auch? Was ist denn hier oben? Auch nichts, aber da unten ist doch eine Box. Ja, ist auch nichts drin. Danke fürs Gespräch. Es war ja lohnenswert. Oh, die haben ja alle ihre Füße noch. Habe ich die nicht genommen? Aha. Warum denn das jetzt? Das ist was Weißes. Da ist ein Mensch. Das kann aber auch ein Zombie sein. Könnte auch ein Zombie sein, aber ich glaube, der wird auch als Mensch angezeigt. Nichts drin. Oh, der hat gestrahlt, der Arsch.
Den Schnorki hat ihn noch nicht. Da liegt noch einer mit PDA. Wahrscheinlich ein Zombie. Aber wo? Ach da. Hä? Uiuiui, was war denn das jetzt? Der liegt nicht hier. Hä? Willst du mich trollen? Da liegt doch noch ein PDA. Wer hat denn da noch ein PDA? Unterm Auto oder was? Soll denn da rankommen? Nee, da liegt auch keiner. Komisch, na gut. Das Spiel will mich ein bisschen trollen. Ist auch in Ordnung. Jetzt weiß ich nicht, gab es hier was oder gab es... Wodka. Nehme ich doch mit. Wodka. Ach, halt die Schnauze. Ja, Schnauze. Ja, genau, da liegt nämlich auch noch was. Ich glaube sogar was Wertvolles, ein Goldfisch, jawohl. Strahlt natürlich ein bisschen, aber ist ja wurscht. Ich weiß nicht, warum ich es jedes Mal versuche, die zu zerstören. Irgendwie bin ich der Meinung, kann sein, dass in Clear Sky war, dass da irgendwie was gab, weil irgendwie bin ich immer der Meinung, ich muss die kaputt machen und da ist was drin. Aber da ist halt mal nichts drin, mal gar nichts. Ja, gut, hier oben ist erst was, wenn ich Verstecke kenne oder so. Lassen wir das gut sein. Upsala. Ah, okay, ich kann nicht runterfallen. Ich bin nur komisch auf die Treppe gestiegen, einfach. Gut, ja, Schnauze. Der Porter ist direkt an der Tür, der interessiert mich in feuchten Scheißdreck. Geh mal runter. Auf geht's. Jawohl. Ach, jetzt habe ich nicht nach dem Renderer geguckt. Was du irgendwie gemeint hast. Kann sein, dass ich das außerhalb machen muss. Ne? Kann aber auch sein, dass das in-game geht. Weiß ich jetzt nicht genau. Können wir mal schauen. Aber ich bin eigentlich billig mal im DirectX 11 Modus. DirectX 9 ja schon lange nicht mehr. Dann können wir kurz gucken. Optionen. Full Dynamic, Maximum, da haben wir nichts weiter, okay. Wenn, dann haben wir was unter Advanced vielleicht. Vision Distance, ja bla, passt schon. Warum habe ich das antisoptrische Filtern so hoch? Frisst doch viel zu viel. Brauche nicht so hoch. So reicht es. Anti-Aliasing. Lightning Distance. Machen wir auf die Hälfte. Und Anti-Aliasing kann ich. Achso, geht nur 1, 2. Ja, okay. Kommt also. Erste Stufe reicht. Gloss Factor ist egal. Parallax verstehe ich nicht. Grasstelle braucht man nicht sein in den Fokus. Nee, das geht wohl dann tatsächlich nur außerhalb. High Dynamic Range. Weiß nicht, wie das braucht. Fast Bloom. Ja, komm, geh mal runter. Bloom Intensity. Flashlights, ja, die möchte ich schon sehen von den NPCs, ja. Motion Blur, ja, das brauche ich fast nicht. Ganz gering machen wir das, ja. V-Sync, ja, machen wir mal an. Display Engine Statistics? Ist eigentlich Quatsch, oder? Oder? Oh ja, da zeigt es mir hier an. Ja gut, ich habe es auf 30 FPS begrenzt, von daher bringt es eh nichts, aber das ist natürlich Quatsch, weil das seht ihr dann die ganze Zeit wahrscheinlich im Bild. Das ist ein bisschen nö. Das kann ich mal für mich machen, aber so brauchen wir das dann auch nicht. Also gut. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so könnte oder nicht. Ach ja. Natürlich. Jawohl.
Ja, I remember about the time. Mach mal keinen Stress. Die anderen Nasenbären sind, glaube ich, unten. Ach, jetzt hat er wieder gestrahlt, der Arsch. Wo ist denn überhaupt mein Anti-Zombie-Ding? Das hätte ich schon ganz gern gehabt. Gibt es das nicht mehr? Die hatten das jetzt bei dreimal Nachladen nicht gehabt, die Arschkrampen von Militaristis. Wissenschaftlern. Oh, holla die Waldfee, jetzt werde ich aber gerade richtig blöd. Habe ich zwei erwischt, hä? Ja, Strahlebrot sollte ich vielleicht auch mal wegpacken. Habe ich eigentlich eine Box? Ja. Da können wir doch mal das reintun, oder? Das wäre doch ganz sinnvoll. Ravensauge, das habe ich dran. Das ist ganz witzig. Wo habe ich das eigentlich hergekriegt, sag mal? Und einen Nachtstern können wir auch reintun. Boah, ich bin total verstrahlt. Ach so, ja, Moment. Das ist ja gerade. Ja. So, Nachtstern. So, okay. Ja, die sind da unten. Okay, passt schon. Ich muss dann aber trotzdem, sobald ich da unten komplett unten bin, die Waffe wechseln. Ja, weil ich könnte jetzt erstmal eigentlich. Also ich meine, ganz runter kann ich ja nicht erstmal. Das kann ich mir gut geben, den Spaß. Problem ist, boah, dass ich dann die Zombies, die muss ich schon ein bisschen anders machen. Das wird nix. Nee, das wird so nix. Da steht aber noch ein weißer Punkt. Der wird auch angezeigt. Ich würde jetzt gerne ein paar so erwischen, vorher schon, aber so wie es aussieht, wird es nix. Ist ja doch nur blöd, oder? Statt dass man hierher hüpft. Oh, Ratti. Tschüss. Ich den erwischt? Nee. Na, die Ratte vielleicht, die spackt jetzt darum. Ich glaube, die habe ich auch erwischt, jawohl. Okay, dann habe ich ein bisschen was. Das ist doch schön. Dann können wir jetzt in der Theorie hier runterspringen. Da oben ist einer, das weiß ich. Ja. Bisschen ist mir jetzt Taktik ja ein bisschen gerade egal. Den habe ich nicht. Da hinten steht er. Nee, das war er noch nicht. Hä? Wo ist denn der? Ich bin doch schon wieder blind. Oder habe ich ihn erwischt, aber er liegt noch? Ah ja. Ich habe ihn erwischt, aber er ist noch nicht weg. Okay, alles gut. So. Das war der erste Spaß. Der hat mich endlich mal nicht verstrahlt, Arschloch. Hä, wo ist denn deine Waffe, du kleiner Wichskopf? Ah, oh, Wichser. Da liegt sie, aber ich kam nicht ran. Okay, Gott. Okay. Ja, das ist mir egal. Immer diese Verstrahlerei, ey. Der schreit, wie wenn es ein Blutsauger wäre, aber ist es ja überhaupt nichts. Das ist so ein blöder Hund, ey. War hier nicht irgendwie Medizin? Nee, ich verwechsel da gerade was mit X18. Oh Gott, hör mal auf hier mit dem Blödsinn. Danke. Haben wir da Normalwerten im Kopf? Sehr schön. War das nur der? Ach, den anderen habe ich doch erwischt. Hör du auch mal das Hüpfen auf, damit hier Ruhe ist. Danke.
kann ich ja nicht mit den Red-Spleen irgendwas anfangen. Ich meine, klar, ich kann versuchen, sie zu verkaufen. Die bringen halt nichts. Spleen ist die Milz. Ich glaube schon, ne? Moment, da wird was Rotes angezeigt. Ach nee, doch nicht. Das war. Okay, ist auch weg. Dass hier endlich mal Ruhe herrscht. Aber was jetzt im Moment noch an Zombies rumgammelt, das ist mir ja scheißegal. Nur dann, wenn ich näher komme an den. Hier ist auch noch einer. Oder zählt der von oben? Wahrscheinlich zählt der von oben. Ja, der von oben wird zählen. Oh, das waren noch nicht alle. So, und da ist aber gerade ein Idiot rumgehüpft. So, du bist dein letzten Hüpf gehüpft, du Idiot. Schnorki Schnork. So. Ja, Wodka kann man ja brauchen. Ich glaube aber hier war sogar in einer der Kisten was drin. Ne? Wahrscheinlich wieder nur in der letzten, ne? War da eine Granate genau? Hä, nee, das ist ein Benzincontainer. Hä, aber da war doch in irgendeinem eine Granate drin, oder nicht? Ach, da war Munition, okay. Auch gut. Was randaliert denn hier so, sagen wir? Okay. So. Jawoll. Jawoll. Nehmen Sie mal die Waffe weg. Achso, nee, noch nicht. Da kommt noch ein Schnorki-Schnork. Wo ist denn jetzt? Wo ist denn da? Da ist sie. Gut. Kurz Strahlung abbauen, bitte. Geh mir nicht am Piss. Na? Oh ja, war sogar was drin. Artefaktis. Artefaktov. Ja, da war nichts drin. Da war ein bisschen Medizin drin. Hier ist ein bisschen Munition drin. Naja, die 9x39, die war. Hä? Jetzt erzählt. Ach, es ist Sonntagabend, ja. Jetzt erzählt mir Stalker Soup, dass es ein Update hat. Ja, das ist schön für dich, Stalker Soup, aber du bist gerade am Aktivieren, am Laufen. Ja, genau, es gibt ja die 018er Version jetzt oder was. Ich weiß nicht, ob die sich lohnt, ob das irgendwas Sinnvolles passiert ist. Das Changelog klang jetzt nicht so, als ob mich das in meinem Gameplay weiterbringen würde, ganz ehrlich gesagt. Ja, von daher weiß ich nicht, ob ich das drauf machen muss jetzt sofort oder ob ich nicht einfach noch ein bisschen warte. Arschloch! So. So, der ist leicht verschwunden, okay. Und jetzt werde ich wahrscheinlich schon andere Waffen nehmen müssen, weil sonst erwische ich die Idioten nicht da oben. Weil das kriegt, die sehe ich so definitiv nicht. Also mit dem Ding, das schaffe ich nicht, die richtig zu treffen. Das wird nichts. Mir ist ja egal eigentlich, ne? Ich kann auch einfach zurennen. Das einzige Problem würde dann sein, der Emitter. Deswegen werden wir ab und zu. Ratti, geh mir nicht auf den Piss. Leg dich hin und bleib liegen. Danke. Ruhe ist. So, wo jetzt irgendwas feuert, ist mir eigentlich scheißegal. Ich gehe jetzt einfach mal ein Stück hier rein. Ja. Und dann von wo gerade? Ah ja. Ich lade auch mal nach. Ich hab's bei euch gerade so schön gehört.
Ja. Ah, jetzt habe ich ihn sogar gesehen, richtig. Schießt die alle runter irgendwie. Das wird ja noch blöd, die alle zu suchen. Ich habe ein bisschen Zeit. Und sobald ich ein Stück rausgehe, ist jetzt ja auch wieder vorbei mit dem Emission. Also von daher. Alles gut. Ah, da! So, jetzt habe ich erstmal keinen mehr zu sehen. Aha. Von hier unten feuert es hier irgendwo. Ja, da unten liegt auf jeden Fall was. Ob jetzt da unten Feuer ist, ist mir eigentlich auch scheißegal, ne? Der eine liegt genau drinnen. Ja. Stimmt ja gar nicht. Sah nur so aus. Echt jetzt? Aber das sieht absolut so aus, als ob da einer liegt. Okay, dann hat es den weiter oben runtergeschmissen. Ja, Schnauze. Ich schaue mich hier unten trotzdem mal um. Mir tut's ja nichts. Also das sind. Aber wieso haben die Feueranomalien dieselbe. Ding wie eine Mine. Das macht ja eigentlich keinen Sinn. Weil normalerweise müsste eine Mine so piepen. Sorry für das nervig tötende Geräusch gerade. Mann, bleib doch mal stehen, Ratti! Jetzt sehe ich wieder zwei. Oh. Jetzt wäre ich fast da runtergeschlagen. Jetzt habe ich nämlich einen Neustart. Genau das hat. Oh, fuck, geht. Jawohl. Ach, du liegst schon. Wo kommst du jetzt her? Blöd, Mann. Ja, da ich jetzt erstmal normal werden muss, können wir ja auch erst nochmal runter und den looten. Wo kommt denn der jetzt her? Was ein Pisskopf. Ja. Nur keinen Stress machen. Wieso kommt ihr da jetzt her? Das verstehe ich nicht. Da war ich doch gerade. Mama, ja. Ja, der hat mich jetzt nicht verstrahlt, das dumme Schwanz. Entschuldigung. Ja. Oh, der hatte sogar ein Versteck. Ja, Red Forest, ihr seid Spaßvögel, da komme ich ja nicht rein. So, erster ist. Ach, halt doch die Schnauze. Gab's hier nicht irgendwo den heilenden Beryl? Zweiter Schalter. Ah, der kommt jetzt von da oben runter, ne? Gab's hier nicht irgendwo den heilenden Beryl? Oder täusche ich mich da schon wieder? Ne, der muss da hinten drin sein. Versteckt bei den anderen Nasenbären. Ich habe aber irgendwelche vergessen zu looten, glaube ich. Also bevor ich den dritten Schalter betätige. Oder? Ne, ich glaube. Ach ne, die anderen zwei liegen hier oben. Okay. Oder drei oder was? Ja. Oh, ohne Skadilla? Cool. Ja, okay. Habe ich so gedacht. Habe mich zu früh gefreut.
Okay. Zack. Ja. Er hat mich wieder nicht skatilert. Das finde ich schon mal in Ordnung. Ach, halt doch die Schnauze. Wo ist denn der Vogel? Der ist unten gespawnt. Das ist bestimmt wieder einer, der ganz unten gespawnt ist. Was eine Arschkrampe. Ja, jetzt flackt es mich erstmal weg. Geh mal lieber mal von der Öffnung weg. If this is so important, why didn't you explain what you are going there for? And where did you get this photo from? If you only knew where I've just been and what I saw. One day you'll finish badly, Strela. Hold on, son. You're going to make it. A sarcophag. Where will you go now? To the north. Tja. Würde ich sagen, ist doch eigentlich ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne Bewertung dalassen. Gerne ein Kommentärchen. Und wir sehen uns im nächsten Part bei der Flucht aus dem Lab. Take the documents habe ich schon gemacht. Jetzt geht's Find Documents, Ghost Documents, genau. Okay, bis dann. Ja, schlappt da unten rum irgendwo. Ja, wird ja noch witzig vielleicht.